Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge King of Retail. So, wir werden heute ein paar Veränderungen vornehmen. Und zwar muss ich gestehen, habe ich jetzt ein bisschen mehr Spielerfahrung, da ich dieses Spiel jetzt mittlerweile schon im Livestream gespielt habe und auch schon ein wenig im Konzernmodus gearbeitet habe. Und ja, die erste Änderung, die ich auf jeden Fall vornehmen möchte, ist, dass ich meinem gesamten Personal freigebe. Weil wir haben noch nicht annähernd genug Ware, als dass ich so viel Personal bräuchte. Wir aber trotzdem alles am Personal, was wir kriegen können, einstellen werden. Und vorher werde ich die Öffnungszeiten nochmal verändern. Und zwar auf das Maximum. Das heißt, wir gehen jetzt runter auf 2 Uhr und 22 Uhr. So, dass wir hier die längstmöglichen Öffnungszeiten haben. Ich habe heute eine neue Aufnahmesession angefangen mit dem Spiel. Ja, die Situation ist halt die, wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung in dem Spiel gesammelt und um euch das vernünftig zu präsentieren, macht das ja schon Sinn, wenn ich diese Erfahrung auch mit euch hier teile. Und das machen wir jetzt auch, deswegen diesen harten Umschwung, so nenne ich es jetzt einfach mal. Eigentlich ist es ja überhaupt nicht schlimm, wir nutzen nur halt etwas mehr Funktionen aus dem Spiel. Ich werde jetzt jeden, jetzt muss ich nur aufpassen, weil ich hatte teilweise schon 8 Punkte, die ich aussuchen konnte. Aber für die vier hier genügt's. Wir werden jetzt alles am Personal einstellen, was wir kriegen können. Die bekommen aber für den Moment erstmal noch alle frei. Und zwar hat das einfach den Hintergrund, dass die Jungs und Mädels ja, ja eine gewisse Sache haben wie Motivation, Energie und so weiter und so fort. Und wenn ich alles immer nur auf minimal halte, dann ja, komme ich mit denen nicht wirklich voran. Und das ist halt irgendwie doof, weil wenn die ständig schlechte Stimmung haben, dann gehen die nach Hause, rennen die weg, verärgern die Kunden und so was alles. Und das Spiel hat eine Funktion, die besagt, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wie viel Personal du hast. Du zahlst nur für die, die du wirklich auch einsetzt. Und dementsprechend kannst du auch mit zwei, drei Schichten arbeiten und so weiter. Und es kostet dich unterm Strich nachher nicht mehr. Und ja, wie gesagt, das ist das, was ich hier jetzt halt eben nutzen möchte. Und um alles vernünftig und reibungslos laufen lassen zu können, musst du das Personal nachher so weit haben, dass du in jedem Aufgabenbereich, ich sag mal so, roundabout 8 Leute hast. Zumindest im Bereich Marketing und Kasse. Und ja, weil sonst funktioniert es halt nicht. Wenn du nur 4 Leute hast und du machst zum Beispiel ein Zwei-Schicht-System, dass du die freien Tage halt abdecken kannst, hast du immer noch die Pausen. Und dann hast du halt in der Zeit, wo die Leute dann Pause haben, niemanden an der Kasse sitzen. Und das funktioniert halt nicht. Beim Marketing kannst du das halt noch machen. Beim Verkauf, Entschuldigung, ich habe vorhin Marketing gesagt. Beim Verkauf und bei der Kasse sollte man das halt nicht machen. Beim Marketing kann man das wohl machen. Beim Lageristen, der also die Ware wieder auffüllt und so, da kann man das auch machen. Aber gerade Verkauf und Kasse ist ein absolutes No-Go. Ja, und deswegen stellen wir jetzt einfach erstmal alles ein, was wir kriegen können. Die Verteilung mache ich nachher. Die kriegen permanent erstmal alle frei. Und sobald wir soweit sind, dass wir Personal brauchen, fange ich da an aufzustocken. Das Einzige, was wir gleich noch machen, ist die Marketer einstellen, damit die sich darum kümmern, dass wir mehr Leute in den Laden reinbekommen. So, ich mache das hier jetzt auch im Eilverfahren. Ne? Also das System hat sich nicht großartig geändert. Was aber dem einen oder anderen aufgefallen ist, zwischen der letzten Aufnahmesession und dieser hier sind jetzt ein paar Tage vergangen. Und ich glaube, gestern oder heute ist hier ein neues Update rausgekommen mit diesen Änderungen hier im UI. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen auf alle Patch-Notizen eingehen, das machen wir vielleicht gleich noch. Aber ich finde, hier haben sie schon mal optisch eine ganze Ecke verbessert. Ach komm, zieh mal die jetzt hier hoch auf grün. Haben sie eine ganze Ecke verbessert. Ich bin gespannt, wie es nachher mit den Funktionen aussieht. Ob sie da an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch geschraubt haben. Aber das werden wir im Laufe der Folge heute definitiv rausfinden. So, dann gehen wir jetzt mal nochmal auf alle Leute. Setzen erstmal alle um auf frei. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon ein paar. Habe ich jetzt irgendjemanden schon fürs Marketing eingeteilt? Diese gute Dame hier. Talente. Hat schon volle Pulle in den Markt. So, und dann gucken wir schnell nochmal die anderen durch. Der hat einen im Marketing. Ich hätte vielleicht gerne noch einen zweiten. Der hat auch einen im Marketing. Oh, das ist hier auch so ein Spitzentyp. Ist auch einer, der richtig viel kann. Wahrscheinlich der gleiche gewesen.
Ah, ich brauche noch einen, der ein bisschen mehr Marketing kann. Sonst nehme ich gleich einen von den Einern und schicke die auf Schulung. Vorausgesetzt, wir haben das Nehammer nicht genug Geld für, aber das ändert sich jetzt. Relativ zügig, denke ich. Nee, haben wir nicht. Gut, dann haben wir das und dann gehen wir nochmal zurück auf die erste Seite. Ich glaube, er hier war. Nee, dann war es sie hier. Nee, das war die Marketing-Tante. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen durcheinander. Irgendwo hatten wir. Er hier war es. Den möchte ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Also du verlierst deinen freien Tag und du verlierst deinen freien Tag. Was hast du für weiche Merkmale hier? Niedrige Löhne. Gut, lassen wir die einfach mal ein paar Stunden arbeiten. Ich würde jetzt mal sagen, du übernimmst Nachmittagsschicht. Tag beenden. Haben sie das jetzt geändert? Das war ja vorher Tag frei. Naja, wird wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommen, so wie es aussieht. Machen wir das erstmal so. Und unseren lieben Verkäufer, da gucke ich mal gerade noch mal durch. Hier haben wir noch mal einen mit einem Stern. Hier haben wir noch einen Zwei-Sterne-Verkäufer. Pass auf, dann machen wir das nämlich so, dass du die erste Schicht nimmst bis 12. Welchen Tag haben wir denn heute? Möchte ich jetzt auch nicht für alles durchklicken hier. Ist das der Dienstag? Ja, sieht so aus. Gucken wir noch mal. Nee, Donnerstag haben wir. Ja, hatte ich auch. War schon richtig. So. Und du machst dann natürlich den Donnerstagnachmittag und kriegst dann hier frei. Perfekt. So, dann haben wir das soweit erledigt. Sollten wir drei Mitarbeiter haben, die wir mitnehmen. Das passt. Dann gehen wir nochmal schnell hier hin. Vielleicht können wir den einen oder anderen noch ein bisschen pushen. Ihn hier zum Beispiel im Marketing. Sonst haben wir hier nichts. Perfekt. So, dann haben wir das gelöst. Das haben wir gelöst. Das haben wir gelöst. Warentechnisch müsste ja jetzt alles soweit geklärt sein. Dann gehen wir direkt runter und gucken uns mal an, was da so los ist. So, wir sind im Bärenshop. Wir verkaufen immer noch Handys und Rechner. Ich drücke mal die Turbo-Taste. Da kommt der gute Lagermann. Bringt uns auch ein bisschen was rein. Packen wir das auch alles aus. Dann würde ich die Palette gleich neben mir verkaufen. Weil ich sehe da jetzt aktuell keinen Sinn drin, dass wir die haben. Ah, okay, da sehe ich jetzt schon mal eine Sache, das Lager ist voll. Und da habe ich gerade noch eine Funktion gesehen, die es vorher auch nicht ging. Was ist denn das? Artikel im Laden zählen? Bestellverlauf. Gestern haben wir 63 Artikel bestellt. So, die Lagerbox hier schafft 120. Also können wir die Dinger hier auf jeden Fall schon mal verkaufen. Die braucht man nicht. Gibt zwar nicht mega viel Geld, aber ein bisschen. So, und jetzt gehen wir schnell auffüllen, bevor die ganzen Kunden kommen, falls denn mal welche kommen heute. So, und dann gucken wir uns gleich mal ein bisschen die neuen Funktionen an. Hier sieht es aber nicht so aus, als wäre irgendwas Neues. Nee. Jawohl. Und hier auch noch mal weiter. So, dann noch mal zurück ins Hey, Lager. a little help. Verkäufer gibt schon Gas, das ist gut. Thanks. Da will einer kassiert werden und das kriegen wir auch hin. Zack, da bin ich. Los geht's. Noch jemand ohne Fahrschein? Nee, gut, dann fülle ich schnell weiter auf. Und dann gucken wir mal, was das für neue Funktionen sind da unten. Ich hatte eben irgendwas gesehen, das gucken wir uns gleich mal an. Aber ich glaube, ich muss erst noch mal an die Kasse. Oh ja. So, Kasse einmal und Hey, noch mal have a so. Und jetzt minute? kommt ein bisschen Kohle rein. So, und jetzt gucken wir mal, wo war es denn hier? Poster. Kaufen. Kostet 900. Stelle ich das mal hin, nach draußen, drin, drin. Okay.
Einmal schnell noch kassieren hier. Gucken wir mal, was gibt's noch? Hey. Der Rest sieht so aus. Thanks. Gut, also für Poster haben wir aktuell kein Geld. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier die Zahlen noch ein bisschen hochkriegen. Die gute Nachricht ist, er hier kann ja eine ganze Menge andere Dinge auch. Also kann er sich jetzt erstmal fix ums Lager kümmern. Und wenn nichts los ist, gehst du halt ins Marketing, würde ich sagen. Und wir holen dich, wenn wir dich brauchen. Achso, jetzt hat er eh gerade Pause. Wäre gelacht, wenn wir hier nicht auf den grünen Zweig kommen. Hi. Spare 2 seconds. Nee, habe ich nicht geschafft. Aber sie kaufen ja trotzdem alle was. Also ist das noch in Ordnung. So, die Pause ist zu Ende. Das heißt, er kümmert sich eh um den Kunden. Dann brauche ich da nicht mehr hinrennen. Und danach kannst du mal ins Lager gehen. Thanks. Nochmal alles schön voll machen. Und wenn du damit fertig bist, wieder zurück ins Marketing. Nee, verkauf erstmal. Bin ich immer gespannt, wo die Reise hier hingeht heute. Thank you. Ich muss auch ein bisschen ehrlich gestehen, dadurch, dass ich ja jetzt die anderen Sachen gemacht habe, bin ich so ein bisschen raus. Ich habe keine Ahnung, wie viel Umsatz wir generell so machen heute, beziehungsweise die letzte Zeit so gemacht haben. Aber das ist ja nicht schlimm, dann finden wir es jetzt einfach gemeinsam wieder raus. Hey, have a minute. Aber es sieht, glaube ich, erstmal ganz gut aus, weil so großartig können die Personalkosten hier jetzt auch nicht sein. Was natürlich noch ein bisschen kosten wird, ist das Nachbestellen, hey, denke ich mal. Thank you. So, jetzt füllen wir schnell auf, wenn wir noch was können. Excuse me. Hey, a little help. Und ab zurück in Verkauf. Boah, drei Leute gleichzeitig. Mal schnell nochmal ins Lager rein. Oha, fast nichts mehr da. Noch drei Sachen. Rechner, weiße Maus und pinkes Tablet, glaube ich, ist das. Hey, have a minute. Hey. Hey, a little help. Ja, er gibt ja schon sein Bestes, Leute. Hey, have a minute. So, wir haben Schichtwechsel. Thanks. Wenn du kannst, füll doch nochmal. Hey. So, jetzt geht's zur Sache hier. Was kann er? Thank you. Er könnte kassieren. Hey, dass ich hier ein bisschen was machen kann, okay? Thank you. Und sie könnte auch kassieren, notfalls. Lassen wir es mal noch ein bisschen laufen gerade. Stopp, ich glaube, hier von denen haben wir eins im Lager. Das würde ich gerne auffüllen. Hier können wir bestimmt auch noch was nachlegen. Und wenn nicht, auf jeden Fall hier. Nee, scheint auch nichts mehr da zu sein. Mich einsperren, Leute. Wow, hier ist ja richtig was los gerade. Bin gespannt, wo wir gleich auslaufen werden. Hey, have a minute. Hey, a little help. Thank you. Zieht's euch rein, ich komme von der Kasse überhaupt nicht mehr weg. Wir müssen das doch ein bisschen anders machen. So. Holen wir mal die Marketingdame. So, die weiße Maus und ein gelbes Tablet haben wir. Tablets sind fast alle leer. Hey, füllen wir das noch schnell mit rein. Und die Mäuse müssten auch gehen. So, dann haben wir das. Und dann war es das schon wieder mit Lager. Dann gehe ich mal mit in den Verkauf. Hier, nehmen wir ihn hier. Findest du toll, das Ding, ne? Gucken wir mal, ob sich hier... So, das habe ich jetzt inzwischen auch rausbekommen, wie es funktioniert. Excuse me. So, und zwar sollte man halt immer gucken, dass man hier 100% hat, Balken voll und das hier jedes Mal klicken, wenn möglich. So, jetzt habe ich ein volles Brett auf Freude und ich fange immer mit den Prozenten an, bis die bei 100 sind und arbeite mich dann über den Stern wieder runter, weil man kriegt doch gut Punkte eigentlich. Das kriege ich sogar hin, guck mal. Drück nochmal drauf und los. So, und jetzt ist er mega glücklich. Thank you. Und da ist die Chance natürlich auch eine ganze Ecke höher, dass der auch kauft, ne? So, jetzt ist wieder das Problem, die Bude ist schon wieder komplett leer geräumt. Wir haben aber schon wieder was im Lager. Einen grauen Rechner. Gucken wir mal, ob wir den unterkriegen. Thank you. Dann sind wir gleich fast ausverkauft, würde ich schon bald sagen, was?
Zack. Aber wir sind nicht nur fast ausverkauft, wir sind wirklich ausverkauft. Ich gucke nochmal ins Lager. Nichts drin. Oh, jetzt habe ich mich hinter der Tür eingesperrt. Das ist auch neu. Das ist vorher noch nie passiert. Oh, jetzt geht sie zur Pause. Das ist natürlich auch noch eine Sache. So, Tablet ist weg. Und Rechner, komm, nimm ihn. Dann nicht, geh. Ach, sie hat das Tablet schon gekauft. Ja gut, dann. So, und jetzt stehen wir natürlich vor einem Problem. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich gehe nochmal fix ins Lager. Aber wir sind leer. Wir haben nichts. Es ist nicht ein einziger Artikel mehr da. Das heißt, du kannst nach Hause gehen. Und du kannst noch Marketing weitermachen. Und dann ist die Sache erledigt. Was wollen wir hier nochmal? Ich schmeiße einen Turbo-Modus rein und schneide euch zum Ende des Tages. So, ich hole euch schon mal wieder mit dazu. Wir wollen nämlich jetzt hier mal langsam die Ware nachbestellen. Da haben sie jetzt auch grundlegend was verändert. Ich drücke jetzt auf Verkäufe nachbestellen. Normalerweise, wenn ich das gemacht habe, stand hier immer überall was. Jetzt steht hier alles auf 0. Jetzt ist natürlich die Frage, füge alle hinzu. Dann füllt der ganze Kiste hier wieder auf. So, und jetzt sehe ich zum Beispiel gerade bei den Handys. Da passen doch... Wie viele passen denn da ins Regal von? Das kann ich ja mal schnell nachgucken. Mal noch ein bisschen. Alle Plätze, 2 Stück pro Handy passen rein. Das gleiche gilt für die Tablets. Und auch für die Dinger hier. Von den Rechnern hier gehen 3 Stück rein, glaube ich. Jawohl. Und von den Mäusen 5. Jawohl. So, dann gehen wir nochmal rein. So, da können wir noch einen draufsetzen, weil wir wollen ja zumindest schon mal das Regal voll kriegen. Und dann bestelle ich einfach von allem nochmal einen oben drauf und bete, dass die Zeit jetzt nicht um ist. Aber das sollte funktionieren. So, dann sind wir bei 59.000 und damit bin ich schon wieder pleite im Prinzip. Aber das, was da morgen reinkommt, ist dann schon richtig gut. So, Bestellverlauf. 83 Artikel passen uns auch noch in die Box, also ab nach oben. Wir haben minus 300, das ist aber jetzt nicht kein Weltuntergang, das ist okay. Hätte ich jetzt nicht die Ware so krass nachbestellt, wäre das kein Problem gewesen. So, was haben wir hier? Fehlende Kurse, tut mir ja leid. Machen wir jetzt gerade mal nichts. So, dann gucken wir mal sterntechnisch durch. Sebastian, könntest jetzt Marketing und so, aber wollen wir natürlich jetzt noch nicht. Und der Jute Stefan, der könnte hier noch was lernen, kann er aber nicht. Gut. Dann haben wir hier jetzt nichts, was wir machen wollen. Dann kümmern wir uns nochmal ums Personal. Hallo, junge Frau. Ja, jetzt nicht der Oberhammer, aber wir nehmen dich mal mit rein. Mal direkt auf grün und go. Und go. So, und jetzt gehen wir nochmal an die Personaltafel. Dann müssen wir nämlich jetzt wieder alle auf freisetzen. Ah, okay. Marketing-Dame hat sowieso frei heute. Tut mir leid, aber den muss ich dir gerade mal streichen, weil wir haben noch keine Alternative für dich. Verkäufertechnisch muss ich jetzt gerade mal selber überlegen, was da los ist. Ach genau, ich hatte ja nur den Tag geändert. Okay, der hat jetzt frei. Dann nehmen wir ihn hier. Freitag bis 12. Und ihn hier, der geht Freitag ab 12. Zack. Und du hast frei. So, dann haben wir Verkäufer wieder abgedeckt. Hier Lager brauchen wir noch nicht. Und Kasse brauchen wir natürlich auch noch nicht. Da haben wir natürlich die meisten von. Die gucke ich jetzt mal gerade schnell durch, dass wir so ein bisschen Ordnung reinbekommen. Also sie kann im Prinzip alles hier. Dann würde ich dich, glaube ich, erstmal ins Marketing setzen wollen für den Moment. Sobald nachher ein bisschen Geld übrig ist, fangen wir nämlich an, die auch ein bisschen zu verbessern hier, die Damen und die Herren. So, ja, du kannst erstmal hier bleiben. Verkauf hatten wir ja schon ein paar Leute. Reiner Kassierer, noch ein reiner Kassierer. So, du bist definitiv ein Verkäufer. Lars, oder? Jawohl.
Bei den Werten kann ich dich nur in den Verkauf stecken. Tut mir wirklich leid, aber das geht gar nicht anders. So, und dann haben wir hier noch den Henrik. Der kann auch erstmal an der Kasse bleiben. Und hier hätten wir noch einen weiteren Marketer. So, weil die Marketingabteilung würde ich schon ganz gerne aufgefüllt bekommen. Gleich nur noch mal kurz ans andere Brett gehen und gucken, wie viel Personal ich mir da wirklich leisten kann. Ja, ihr seht schon, wir haben zwar 66.000 gemacht, aber dadurch, dass wir so viele Artikel nachbestellen und dass die so teuer sind, bleibt halt auch nicht wirklich viel übrig aktuell. Ne? So, dann gucken wir mal. Das sind, glaube ich, alles nur so Ein-Punkte-Männer. Dann kriegst du den Tag bis 12 zugeteilt. Zack. Habe ich nicht gerade gesagt. Achso, den Haken hatte ich noch gesetzt. Verkauf ist geklärt. Lager ist geklärt, ist auch geklärt. Perfekt. Ja, dann fackeln wir nicht lange rum. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Dann ab zum nächsten. Wollen wir ein bisschen was schaffen heute Abend, ne? So, Zinsen und so weiter. Wir dürften wieder ein bisschen im Minus sein. Aber das kriegen wir diesmal hin. So, dann wollen wir mal unseren Kollegen hier anlaufen lassen. Da ist er auch schon. Wie viel darf ich eigentlich? 40. Doch so viel. Gut, dann muss ich das in zwei Rutschen machen. Das ist aber überhaupt kein Problem. Laden wir erstmal hier volles Brett aus. Und dann haben wir niemanden, der jetzt auffüllen kann. Wir hätten nur jemanden, den wir noch mit an eine Kasse setzen können. Also, dann füllen wir mal ratzeputz hier alles auf, dass wir mehr Plätze kriegen. Und dass die Kunden überhaupt was kaufen können. Das wäre ja schon mal eine gute Sache. So, und dann geht es hier auch direkt weiter. Wird wieder nicht alles rausgehen. Aber ich denke, diesmal kriegen wir zumindest alle Slots besetzt. Hey, can you help me? Ich habe doch hier eine Dame da, die helfen kann. An der Kasse ist noch keiner. Dann gehe ich jetzt die restlichen Dinger noch rausholen. Los geht's. Das sollte jetzt aber gehen. Thank you. Reicht immer noch nicht aus. So, dann bezahlst du mal Schicks. Los geht's und wir füllen weiter. Es wird schon werden. Haben wir? Haben wir. Und den Rest. So, jetzt haben wir's. Dann dürften wir hier nochmal was einwerfen können. Voll, voll, voll und hier ist schon wieder was rausverkauft. Hey, so, dann mal ab an der Kasse, los geht's. Thank you. Ja, das gefällt mir doch schon definitiv besser. Ich hole euch mal dazu, wenn noch mal was Spannendes passiert. So, ich fülle jetzt noch mal ein bisschen was nach. Wir sind mittlerweile schon wieder bei 5.000 Umsatz. Bis jetzt sind nur so Kleinteile gekauft worden, noch nichts Großes. Aber es ist ja egal. Hauptsache, es geht erstmal voran. Ich hole euch dann gleich zum Schichtwechsel wieder dazu. So, Schichtwechsel wird angekündigt. Hey, das ist immer so ungefähr eine Stunde vorher. Ich renne jetzt noch mal fix einmal in eine Runde und fülle noch mal alles auf. Dass wir das schon mal drin haben. Thanks. Oh Mist, jetzt habe ich aus Versehen die Kundin angeklickt. Dann ziehen wir die mal einmal ratzeputz durch. Zufriedenheit. Hoch. Zack. Oh, jetzt muss ich mich auch noch beeilen. Wobei, stopp mal, ich kann doch ihn hier einfach. Mist, kann ich nicht, weil. So. So. Hi. Spare two seconds. Jetzt ist er abgehauen. Glaube ich. Das war völlig falsch, aber ist egal. Eigentlich wollte ich das Regal schnell auffüllen. Das war der Plan. Ist sie jetzt zur Pause gegangen oder was? Ich hatte doch gesagt, du sollst... Ach nee, der hat Feierabend gemacht.
Das war das Problem. Naja, jetzt habe ich ein bisschen was verschenkt. Aber gut, ist wie es ist. Das ist halt das Risiko, was du hast, wenn du das Personal alle zu Hause lässt. Aber wir haben halt noch nicht. Wir müssen mehr Ware haben. Da müssen wir uns jetzt langsam ein bisschen hocharbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. So, ich laufe mal kurz ins Lager. Mal gucken, was wir überhaupt noch da haben. Ach doch, von allem noch ein bisschen. Dann gehe ich noch mal einmal fix an jedes Regal. Excuse me. Ach, jetzt ist da wieder das Fragezeichen. Da muss man echt immer aufpassen, weil ich kann es mir jetzt aktuell nicht leisten. Ich lasse lieber einen Kunden rausgehen, der eine Beratung haben will, als dass ich die Kunden von der Kasse wegrennen lasse. Thanks. Versteht er, wie ich das meine? Hey, can you help me? Falsches Regal. Jetzt haben wir das Richtige. Die Mäuse sind schon wieder leer. Das ist doch kaum zu glauben. So, wir haben es 8 Uhr. Ich hole euch mal für das Finale des Tages wieder dazu. Also ich denke nicht, dass es heute so sein wird, dass wir ausverkauft sind. Aber zumindest unser Lager ist sehr gut leergeräumt. Ne? Also die Mäuse sind weg, die Rechner sind fast komplett weg. Und im Lager haben wir jetzt noch 3 Tablets und 2 von den Handys. Das ist schon absolut in Ordnung. Hey. Also ich weiß, bei den Mäusen werde ich auf jeden Fall von jedem nochmal einen nachbestellen gleich. Und von den teureren Handys werde ich auch von jedem nochmal einen nachbestellen. Thanks. Hi. Spare 2 seconds. Thank you. Hey. So, gucken wir mal, wie lange es jetzt braucht, bis die Jungs alle raus sind hier. Thank you. Sehr schön. So, also wir brauchen. Ich versuche hier nochmal aufzufüllen. Das ging noch. Also dieses hier müsste es sein. Dieses beige-grüne Ding da. Das bestelle ich jetzt nicht nach. Das bestelle ich noch einmal. Warte mal. Verkäufe nachbestellen. Füge alle hinzu. So, und jetzt geht das los. Die Mäuse. 1, 2, 3. Einer mehr ist, glaube ich, Quatsch. Aber ich... Ach Mist, jetzt konnte ich nicht mehr gucken. Und jetzt ist das Budget sowieso ein bisschen zu klein geworden wahrscheinlich, um alles nachzubestellen. Wir schauen mal. Da habe ich jetzt zu lange gebraucht. Das ist der Nachteil. Passiert halt auch manchmal. Verkauf von La Verschnibbel. Aber wir haben doch nur PCs. Achso, die Sachen sind ja drin hier sogar. Guck mal. Also ich glaube, rechnertechnisch war fast alles leer. Mäuse hatte ich jetzt nachgelegt. Dieses Handy hier. Diese hier nehme ich auch nochmal je eins. Und die... Oh, guck mal, das können wir sogar fast noch bezahlen. Wenn ich jetzt noch wüsste, welcher Computer das wäre. Also der geht noch. Noch einen kriegen wir nicht rein. Gut, nee, dann lassen wir das doch so. Zack, haben wir. Und dann geht's wieder mal an den Personaltisch. Und dann holen wir uns da nochmal 2 Jungs rein. Oh, da ist der Top-Marketer, auf den ich die ganze Zeit schon warte. So, dein Name ist Calvin Eberhardt. Die stelle ich direkt mal auf Marketing um. Calvin, Calvin, Calvin. Da ist kein Calvin, hier ist ein Calvin. Calvin, du bist unser neuer Spitzenmarketer. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich will das nur einmal umstellen, dass ich auch weiß, dass er er ist. Und das nachher nicht wieder vergesse oder suchen muss oder was auch immer. Dann gucken wir mal, wir haben ja ein paar Leute auf der Fläche. Verzeihung, das war ein Gesundheit. Genau, ein Gesundheit, das war ein Nieser. Wollte ich eigentlich gesagt haben. So, und dann haben wir hier nochmal Personal. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Noch ein Verkäufer. Nehmen wir auch. Reif.
Ralph irgendwas. Er hier. Verkauf, Verkauf, Verkauf. Verkauf. So, jetzt gehen wir hier durch. Also Kasse brauchen wir immer noch keinen. Auffüller brauchen wir auch noch keinen. Im Verkauf, da hätte ich dann doch schon gerne zwei Leute. Und zwar die besten beiden. Und die werde ich jetzt gleich für die ganze Woche einbauen. Das ist ein Zweier. Den merken wir uns mal. Das ist auch ein Zweier. Ein Einer. Ein Zweier, der auch andere Dinge kann. Das ist auch schon mal nicht uninteressant. Hier haben wir einen Dreier, der auch andere Dinge kann. Also du bist definitiv die Nachmittagsschicht. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Machen wir direkt so. 17 Uhr darfst du Pause machen. Hammer. Und dann haben wir die junge Dame hier noch. Die kann auch definitiv frei machen. So, das heißt, wir haben jetzt diese zur Auswahl. Der kann die anderen Sachen richtig gut. Der jetzt nicht so. Und der kann auch nicht alles. Also bist du unsere Nummer 2, richtig? Jawohl. Dann darfst du die 12 Uhr Schicht haben. Hast du sogar stellenweise schon. Tut mir leid, aber freie Tage, das funzt im Moment noch nicht so richtig. Da kümmern wir uns dann später nochmal drum. So, dann gehen wir ins Marketing. So, und da haben wir jetzt ja unseren Spitzenmarketer. Der ist es nicht. Er hier ist es. Und du bist jeden Tag bis 12 Uhr da. So, und bei den Marketern mache ich jetzt immer die Pause um 6 und um 16. Und bei den Verkäufern um 7 und um 17, sodass ich da keine Probleme mitbekomme. Ist auch nur ein Ein-Sterne, ne? Wobei, der könnte natürlich noch andere Dinge. Das kann der jetzt nicht so. Aber das ist 2 Sterne, oder? Jo, ja nee, dann bleibst du definitiv zu Hause. 6 und 16er Pause haben wir. Jetzt gehen wir nochmal in den Verkauf. 17, hier habe ich es falsch gemacht. Ziehen wir noch einen rüber. Hat dann halt den Vorteil, dass ich trotzdem in der Lage bin, zu jeder Zeit jede Position zu besetzen. So, dann haben wir die schon mal ausgewählt. Die haben alle frei. Und dann geht's los. Ja, ich würde sagen, einen Tag kümmern noch, oder? Wir haben sogar ein bisschen Plus gemacht jetzt. Machen wir mal einen Tag fertig. Wir haben tatsächlich mal ein Plus am Anfang des Tages. Dann wird das ja so langsam. Zack. Wir haben einen gekriegt heute. 70 Positionen. Dann ziehen wir das mal durch. Und lassen den mal hier ausräumen. So, und wie ihr seht, er macht das Lager leer. Ich fülle es wieder auf. Ist auch wichtig, dass das so passiert, weil es ist leider Gottes tatsächlich so, dass wenn die Jungs anfangen hier auszupacken, dass sie auch ganz gerne mal was kaputt machen. Hi. Spare 2 seconds. Ja, du kümmere dich mal um den Verkauf und ich guck mal, warum. Hier fehlen noch 2 Handys, die haben wir aber gerade nicht. Das ist ja doof. Müssen wir echt warten, bis ein bisschen was verkauft ist, damit wir diese beiden Handys da oben noch einstellen können. So, dann kauft uns mal ein paar Mäuse ab. Hey, a little help. Hi. Hey, can you help me? Guck mal, jetzt geht's ab und keiner kauft. Alle hauen wieder ab. Es ist ja nur ein bisschen frech. Thanks. So, der hat auf jeden Fall. Ach, der hat einen Rechner eingepackt. Das ist schon mal schick. Hi, spare 2 seconds. Hi, spare 2 seconds. So, jetzt rennen wir nochmal ins Lager. Lager ist schon. Achso, ich muss ja auch erstmal nachfüllen. Jetzt wird das nichts. Hi, spare 2 seconds. So, jetzt.
bleiben tatsächlich immer noch zwei Artikel liegen. Es ist unglaublich. Aber diesmal haben wir die. Und den auch. Keiner an der Kasse. Dann können wir jetzt hier die Box leer machen. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Gut, da fehlt ein Rechner, wie man sieht. Das finde ich ziemlich blöd. Der graue ist es, ne? Gut, dann hole ich euch mal dazu, wenn es wieder ein bisschen spannender wird. So, ich unterhalte mich jetzt mit einer Kundin über Handys. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wäre ja gelacht, wenn nicht. So, dieses Geräusch bedeutet dann immer, dass die Auffüllung der Geduld nicht funktioniert hat. So, noch einen und dann die beiden und Rums, dann haben wir das. Und dann gehen wir hier nochmal rein, fangen mit dem an. Und... Thank you. Hat geklappt. Excuse me. Mist, ich hätte aufs Häkchen einfach drücken sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. Dann mal ab ins Marketing mit dir. Ich fülle nochmal schnell auf. So, und da ist nämlich jetzt das Ding. Natürlich sind ausgerechnet der einzige Artikel, den ich jetzt nicht nachgekauft habe, weil das Geld leer war. Der ist jetzt natürlich gleich als erstes ausverkauft. Das war ja klar. Aber es ist, wie es ist. So, der Schichtwechsel kündigt sich an. Und die Herrschaften kommen hier null hinterher. Guckt es euch an. Thanks. Ich versuche das mit dem Auffüllen noch nebenher irgendwie geregelt zu bekommen, neben dem Kassieren. Das geht relativ gut. Und heute könnte wieder so ein Tag werden, wo wir ausverkauft sind tatsächlich. Wäre ja mal schön, das kann man nämlich richtig gut gebrauchen, sowas. So, und jetzt wäre die Frage, nee, dich kann ich auch wieder nur an die Kasse setzen heute. So, der Laden füllt sich. Ich hole mal gerade die Tanja mit nach vorne. Wichtig ist, dass die Regale voll sind. Und wenn das geschafft ist, dann kümmere ich mich noch mit um den Verkauf. Wenn ich gerade aus Versehen wieder jemanden anklick gleich. Ich ran ans Regal. Da, danke schön. So, haben wir noch irgendeinen, der schreit hier? Nee, er hat alle abgefrühstückt. Das ist schon mal gut. So, aber wie ihr seht, das Lager leert sich. Wir gucken mal, was es so gibt. Ein Tablet... Ein billiges Handy und von den teuren haben wir noch ein bisschen was. Hey. So, ich denke, teuer hat sich soeben erledigt. Nee, gar nicht. Das billige war nur noch eins von da. Mäuse sind schon wieder platt. Die Rechner sind platt. Das ist echt unglaublich. Ein pinkes Tablet. Hey. Excuse. Hey. So, und jetzt geht's hier los. Verkauf beginnen und gib ihm. Hey. Hey, a little help. So, ersten Hammer. Ja, der lässt sich nicht ganz so gut überzeugen, der Jute. Hey, hey, have a minute. Hey, have a minute. Machen wir so. Thank you. Thanks. Nächsten. Hi. Spare 2 seconds. Nehmen wir einen Rechner. Vielleicht, weiß ich nicht, sagt sie. Das ist ja nicht so cool. Thanks. Bei mir müssen die Kunden doch kaufen. Excuse me. Sehr gut. Thanks. Hey, thanks. Ich nehme ihn hier. Wir müssen Freude, 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 Freude. Wir haben Freude, 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 Freude. Ach Mist, ich bin im falschen Reiter. Thank you. Nee, bin ich gar nicht. Excuse me. Hey, have a minute. Excuse me. Thank you. Excuse me. Komm nicht hinterher. Thanks. Hey. A little help. So, einmal Ratzeputz nochmal hier, aber ich glaube, das Tablet haben wir tatsächlich nicht mehr. Hey, a little help. Hier haben wir noch. Da haben wir auch nichts mehr. Da ist gerade noch Luft.
Das pinke Tablet, zwei teurer, ein günstiges Handy. Und go. Thank you. Mäuse Thanks. Sind alle ausverkauft. Hey, can you help me? Excuse me. Hey, have a minute. Ach so, die war in der Pause. Das war das Boah, Leute, guckt euch das mal an. Ich brauche dringend mehr Verkäufer jetzt auf der Fläche, glaube ich. Alles andere ist völlig absurd. Guckt es euch an. Weiß überhaupt nicht, wie ich das stemmen soll. Hi, spare 2 seconds. Thanks. Hey. Jetzt das letzte pinke Tablet am Start. Das Handy, was ausverkauft ist, haben wir wohl nicht mehr. Mobilgeräte vielleicht, weil du davor stehst, so, zack, kaufen wir direkt. Excuse me. Das ist auch irgendwie noch, das muss ich mir nochmal genauer angucken, aber habe ich jetzt keine Zeit für. Thanks. Hey, got a second? Hey, got a second? Thanks. Thank you. Thank you. Hi, spare 2 seconds? Excuse me. Guck noch mal ins Lager. Wir haben schon 19 Uhr, Leute. Wir haben über 60.000 in der Kasse. Wir haben nur noch 3 Handys im Lager. Hey, can you help me? Yo. Hey, can you help me? Zack. Ja, hey. Wenn dir das nicht in den Sinn kommt, warum fragst du mich denn dann? Ich weiß warum. Thank weil ich es hier trotzdem verkaufe. Und zwar fangen wir erstmal so an. Thanks. Thank you. Hey, boah, Leute, ey. Ich glaube. Thank you. Wir haben halt haufenweise Kunden im Laden, aber es kauft halt auch keiner irgendwas, weil nichts mehr genug da ist. Ich kann auch nichts mehr nachfüllen. Boah, das ist so traurig. Guckt es euch an, die 3 Handys, die ich noch habe, will keiner haben. Guckt, das sind genau die 3, die jetzt noch voll sind. Die habe ich. Das hinter mir ist alles ausverkauft. Mal gucken wir mal, ob da noch einer kommt. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Hey, have a minute. Komm Lars, du machst das. Und du gehst mal bitte zurück ins Marketing. Thanks. Yes. Komm, füllen wir gleich wieder auf hier das Regal. 74.000, wir haben noch eine Stunde. Hey, can you help me? Los geht's, verkauf ihr was. Thanks. Verkauf ihr ein Handy passend zu ihren Haaren. So gefällt mir das. Können wir schon wieder auffüllen, mal sehen, was noch da ist. Can you help me? Thanks. So, dann kauf bitte. So, also jetzt muss ich mir gerade einmal angucken, welche noch da sind. Und zwar diese beiden hier. Und dann versuchen wir das nochmal. Verkäufe nachbestellen, füge alle hinzu. Den grauen brauchen wir definitiv. Den Rest machen wir gleich oben mit dem Geld, was wir übrig haben, würde ich sagen. Ja, Tablets, Rechner, Mäuse können wir im Prinzip alles nochmal nachlegen. Oder wir gehen mal auf was Neues, aber wir haben jetzt mal 10.000 über. Ich denke, auf was Neues zu gehen ist irgendwie Quatsch. So, machen wir erstmal die 3 Vorstellungsgespräche, dann gucke ich auf jeden Fall, dass wir noch mehr Verkäufer. Da haben wir schon einen und der kann auch nur verkaufen. Richtig gute Sache. So, meine Liebe, du kommst definitiv in den Verkauf.
Ach, guck mal, ein Marketer. Marina Scherer ist Marketer. Nee, dann bist du die Neue hier, ne? Ei. So, und Marina Scherer, die ist bestimmt wieder hier drin gelandet. Da bist du. Ei. So, ich weiß nicht, die landen halt immer da, wo sie den ersten Punkt haben. Das ist eben meistens in der Kasse, ne? Hammer. Gucken wir einmal hier durch. Ich weiß, da ist noch Personal. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Aber ich will einmal zumindest die Punkte verteilen. Hier darf ich jetzt nicht. Sebastian ging, glaube ich, auch nicht, ne? Ah doch, Sebastian geht. Stefan. Ist noch kein Spitzenverkäufer. Checken wir einmal noch die E-Mails ab, was die alle wollen. Irgendwelche Kurse, alle auswählen, als gelesen markieren, das brauchen wir alles nicht. So, die restlichen Vorstellungsgespräche und damit Ware bestellt. Das ist ein reiner Lagermensch. Jo, nehmen wir auch erstmal. Sehr schön. So, die, die nur eine einzige Fähigkeit haben, die sortieren sich natürlich von alleine zu. Das ist immer ganz praktisch. So, also, wir haben unsere Kasse. Die brauchen wir natürlich nicht. Dann haben wir unser Lager. Brauchen wir auch nicht. Dann haben wir unseren Verkauf. Und unser Marketing. Marketing kann frei machen. Und Verkauf muss ich jetzt einmal gucken. Das war der 3-Sterne-Verkäufer. Und das war der 2-Sterne-Verkäufer. So, ich glaube, du warst die 3-Sterne-Verkäuferin. Ei. Kriegt ihr frei. Und du kriegst die Morgenschicht bis 12. Und die Verkäufer machten, glaube ich, von 7 und 17 Uhr Pause. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Konntest du jetzt noch was anderes? Nee. Aber gut, musst du auch nicht. Ist alles gut. So, Personal haben wir, das haben wir. Dann machen wir jetzt noch die Nachbestellung. Und dann machen wir Schluss für heute. So, das heißt also, ich gehe jetzt hier nochmal rein und gehe auf Füge alle hinzu. Und dann setze ich mal alles runter auf 1. Außer die Mäuse, die würde ich glaube ich auf 2 lassen wollen. So, 14.000 würde der ganze Spaß jetzt kosten. Jetzt müssen wir einmal gucken. Genau, die neuen, die Handys, die ich noch im Regal habe, die sich nicht verkauft haben, die verkaufe ich jetzt gerade auch nicht. Das ist also auch alles in Ordnung. Dann wäre jetzt eben noch die Sache, wo kriegen wir jetzt die 4.000 her? Könnt ihr jetzt die Rechner nochmal nachlegen, aber ganz ehrlich, nee. Die Tablets. Eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich verzichte dann einfach auf diese Dinger hier. Und zusätzlich noch auf, weil ganz ausverkauft waren die jetzt auch nicht. So machen wir das. So, und damit müsste dann jetzt alles wieder auf 0 gesetzt sein. Das passt also. Guck hier noch mal rein, dass ich auch wirklich Personal richtig verteilt habe. Passt sich, passt sich, passt sich. Sehr gut. So, wenn man sich jetzt Energie und Stimmung und so anguckt von den Jungs, das ist alles in Ordnung. Das kann erstmal so bleiben. Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch alles, alles Gute.
und würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.